Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sonntagsfahrerfolge. Wir fahren auf der New Yorker Northeast-Strecke. Ich fahre auch gleich direkt ab. Oder muss erstmal einmal Leute ansteigen lassen. Ich habe das Gefühl, ich muss auf den Zug warten. Also ich fahre in New Shallows. Ja. Vielleicht kommt er noch eingefahren. Vermutlich. Mit dabei ist wie immer der Francesco vom Kanal Seidenspinner. Das ist richtig. Meine Wenigkeit, der Lavan. Aha, ja. Wir fahren wieder unseren üblichen TSW-Multiplayer-Ansatz. Wir fahren also auf derselben Strecke, dass es im TSW natürlich kein Multiplayer gibt. Tun wir so, fahren jetzt aber auf derselben Strecke zur selben Uhrzeit entgegen und hoffen, dass wir uns dann auch pünktlich begegnen. Heute also in den USA. Ich stehe in der New York Penn Station. Müsste die Penn Station sein, ja? Oder irre ich mich? Doch. New York oder Newark? New York. Oh, okay. Big Apple. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich fahre von New Rochelle nach entweder nach New York Penn Station oder nach Newark Penn Station. Oder stehe ich in Newark? Es kann auch sein, dass ich in Newark stehe, dass ich Quatsch erzähle. Ich kann jetzt aber gerade nicht gucken. Ist das mein Zug? Oh, verdammt, ich muss auf der anderen Seite, scheiße. Hoppla, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, ich kann leider den Ablauf nicht angucken, weil das Spiel bei mir nicht zulässt, dass ich da auf eine Taste auswähle, sonst hätte ich jetzt kurz sagen. Aber ist das nicht untypisch, wenn man auf dem falschen Gleis spawnt? Obwohl, nein, ja, muss man nicht unbedingt. Wo fährt denn der hin? Nee, ich fahre steht jetzt nicht in Newark. Ich schätze, das zählt nicht in New York, sondern in New Penn Station. Einmal ja. Uhrenvergleich? Ach, oder bist du gerade in Hektik? Ich bin gerade in Hektik, weil ich keine Ahnung habe, ob das der richtige Zug ist. Aber ich bin bei 58. Oh, das wäre genau auf die Sekunde richtig. Jetzt bloß nichts mehr machen. So, Bremse lösen. Ach nee, das ist die Bremse. Einmal lösen. Ja, okay, dieser Zug fährt planmäßig. Ja, perfekt. Und wir fahren los. Heute ohne Zugsicherung, wie gesagt, weil ich immer noch keine Ahnung vom amerikanischen Zugsicherungssystem habe. Aber das ist ja auch so ein bisschen. Sag mal, habe ich nicht alle Bremsen gelöst? Der fährt so langsam los. Was ist denn da? Warum kriecht der so? Nö. Also irgendwas ist doch hier schon wieder nicht gelöst. Bremse, Modus Passagier, Ausgleich reserviert. Gibt's hier irgendwie eine Handbremse? Geht schon wieder gut los. Ich müsste eigentlich nochmal die Ausfahrt. Ja, ich fahre hier nicht blind. Dass ich sehe. Aber welche Bremsen muss man denn alle lösen? Ich habe hier diese zwei rechten Bremsen gelöst, die für mich die Bremsen sind. Das mit Horn, sehr schön. Warn dich, Spitzensignal vorne, machen wir mal. Hell. Sanden können wir. Brauchen wir aber nicht. Mit ist nur mal die Bremse. Ich konnte hier mit 4,9 km/h durch die Gegend. Dachte wieder auf MPA. Stimmt, da sagst du was. Naja, ist egal, lass jetzt. Wir sind gerade so pünktlich auf. Dann lass uns das dann verlassen. Ah, diese Oder hast du dazu gefunden? Was? Ich habe mal zugefunden, ja, alles gut. Ich verstehe nicht, warum der nicht losfährt bei mir. Ich gebe hier eigentlich Feuchtstoff. Unabhängige Bremsung ist gelöst, die andere ist auf 0. Jetzt muss ich die Türen aufmachen. Wenn ich wüsste, wo die Türen hier sind. Dann machen wir es einfach erstmal so links. Bevor wir das hier finden. Bin ich gerade nur gerollt die ganze Zeit? Das kann auch sein. Ups. Hier ist das Schnellstation. Für mich ist das schon New York Penn Station. Ich glaube, ich bin jetzt schon zu spät, weil ich gerade den Zug nicht losgefragt habe. Jetzt rollt er nämlich an. Ich glaube, ich bin gerade nur gerollt, weil ich den Fahrtrichtungswender bedient habe. Den muss man nach hinten stellen, um vorwärts zu stellen. Was eine sehr komische Kombination ist. Okay. Da muss man Scheibenwischer anschalten. War doch hier. Ich habe ihn doch gerade hier in der Hand fast gesehen. War der nicht hier irgendwo? Scheibenwischer? Scheibenwischer. Schnell.
Ja, komm, mach mal direkt schnell hier. Wir müssen schon mal bremsen, da vorne haben wir nämlich 48 schon. Bremst aber auch sehr, sehr lethargisch mit dieser Bremse. Helfen wir ein bisschen mit. Okay. Okay, ich sollte mir vielleicht einen Scheibenwischer anstellen, das wäre natürlich auch eine gute Idee. Habe ich auch schon gemacht hier. Voll. Machen wir einfach auf langsam, weil es ja doch schon am Regnen ist. Ja, jetzt muss ich auch warten. Am selben Tag eingestellt. Ich musste auch gerade warten, aber ich bin trotzdem schon spät losgefahren, weil... Also beim Fahrradischen, wenn du nicht denselben Fehler machst, musst du nach hinten drücken, um den vorwärts zu stellen. Hä? Also S drücken, um den nach vorwärts einzustellen. Also ich musste den auf W vorstellen, also normal. Vielleicht habe ich noch zu weit geschaltet oder so, ich weiß nicht, irgendwie was. Das ist bei dir invertiert. Das ging auf jeden Fall gerade nicht gut. 8.10 Uhr hätte ich da sein müssen. Dann muss ich da sein. Das könnte sogar passen. Also hoffe ich, dass wir jetzt das noch rausfahren können. So, okay. 97 km/h. Wie gesagt, bei mir wieder die km/h-Anzeige. Hast du MPH? Ja, ich hab's schnell in MPH gedingst. Okay, dann sieht man bei dir wieder die MPH-Folge, beim km/h-Folge. Die automatische lösen wir und. Oder man sieht hier Gas. Auf dem Tacho das. Sag mal, ich muss mal dieses Licht hier ausmachen. Wie macht man denn? Hast du herausgefunden, ob das ein bisschen schnell? Wie man das Licht Fahrerstandsführerstand ein bisschen dimmt? Ja, das ist unter dem, nennen wir es mal Telefon. Also unter den Telefonleisten da ist das. Dann das ist hast du der Cap Light und Desktop Console Light. Ah, sehr gut. Ja, weil das ist mir viel zu hell gewesen. Ich habe hier wie Jesus fast im Licht gesessen. Da hatte ich jetzt wenig Bock drauf. Wie sind das nicht die richtigen Lichter, habe ich das Gefühl. Was hast du? Aber das sieht schon nice aus. Die Lichter schaltest du übrigens rechts, hast du das Spitzensignal neben den Bremsen und die Lichter hast du hinter dir am Schaltkasten. Aber... Die Spitzensignale vorne sind hell. Aber ich habe irgendwie nur das obere an. Warum habe ich nur das obere an? Muss ich mal gucken. Ja, ich auch. Deswegen habe ich mich gerade mal umgeguckt. So, 15 Meilen. Ja, das ist das Warnlicht daneben. Blitzen? Blitzen ist. Okay, Blitzen ist das. Gut. Aber ich finde, der hat aber echt keine Beschleunigung, muss ich irgendwie sagen. Beschleunigt bei dir so auch so arschlangsam? Es geht. Ja, vielleicht bin ich auch vom Talent ein bisschen verwöhnt. Kann Talent gut sein. Ist halt ein Beschleunigungsmonster. Ich glaube sogar ein bisschen unrealistisch, was du TSW. Wir fahren ja immer noch. Ich wollte ja mal gucken, wir fahren ja hier so einen üblichen. Ja, auf unregelmäßig meine ich. So einen Ami-Zug mit Zug vorne dran. Also mit Lokomotive vorne dran, würde ich sagen. Fährst du in der Lokomotive oder im Steuerwagen? Ich fahre in der Lokomotive. Ich auch. Okay, dann fahren wir selber. Kann man überhaupt einen Steuerwagen fahren auf der Strecke? Ich weiß es gar nicht. Hat der überhaupt einen Steuerwagen? Keine Ahnung. Ja, nee, der hat nur einen Waggon. Aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch... Weil bei den Amis hast du manchmal so, dass dieser Waggon ein Steuerwagen ist. Also, dass du da wirklich in dem Waggon hinten drin stehst und von da steuerst. Ich weiß aber nicht, was geht. Wir sind wieder viel zu schnell, sehe ich gerade. Ist doof. Ach, wir sind viel, viel zu schnell. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir hier langsam... Ups, okay. Da habe ich mich auf alles andere konzentriert. Ja, das gibt schön Minuspunkte. Ich fahre viel zu schnell durch... natürlich nur, um aufzuholen. Ich könnte jetzt auch mal die andere Bremse hier mitnutzen. Oh, da kommt schon der erste Zug. Das bin ich. Ich bin sehr... Ich fahre die ganze Zeit viel zu schnell. Nee, war ein Witz. Das wird ein bisschen... Das wäre ein bisschen doof. Was ist dein nächstes Ziel? Oh. Ich muss gleich auf... Hä? Ich dachte, ich muss auf 80 runter. Jetzt bin ich schon wieder nicht bei 80. Okay. Mein nächstes Ziel ist New York Penn um 8.26 Uhr. New York Penn? New York Penn. Ich glaube, wir fahren zwei Sprinter. Weil also, ich fahre hier gerade durch alle Bahnhöfe durch und halte nur in New York. Das kann natürlich sein, also...
Ja, wäre interessant, aber. Ich fahr nach New York Penn und dann New York Liberty International Airport. Ach, du fährst einen Flughafen? Ja. Mensch, dann mach mal die Bälle aus. Ich muss mal das Spiel ein bisschen lauter machen, merke ich gerade. Das ist so leise, aber ich fürchte, das kann ich jetzt gerade nicht ändern. Oh Gott! Jetzt habe ich. Oh, weia. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin mal gerade mit knappen 100 oder so, 100 Miles per Hour in eine 45er-Zone oder so reingebrettert, weil ich nicht drauf geachtet habe. Oh, die fahr jetzt in diese Zone viel zu schnell rein. Ich sollte nicht von außen gucken auf den Zug. Irgendwie bin ich heute echt so schnell unterwegs. Ich war gerade durch die Glocke abgelenkt, dass ich nicht irgendwie auf irgendwas geachtet habe, was gerade vor mir passiert. Die Glocke ist cool, ne? Viel mehr deutsche Züge sollten auch eine Glocke haben. Boah, ich muss mir auch mal die ganzen Signalbilder angucken. Vor allem, Ich mag, was mich da halt auch wiederum interessiert, ob sich das halt von Staat zu Staat halt unterscheidet. Wäre natürlich auch interessant zu wissen, weil es gibt ja verschiedene Anbieter, sag ich mal. Die andere Bremse zieht aber richtig. Also die Zugbremse rechts, die zieht richtig an. Und wie ihr seht, hier an den schönen, nicht erkennbaren, wirklichen Blättern, es ist Herbst. Und es regnet. Okay, hier sind 60. Ich sehe aber nicht, was danach sind. Ich sehe aber hier keine Schilder da, oder? Ich bin einfach nur blind. Ich glaube 21. Ups. Ich bremse den Zug mal ordentlich runter, weil ich diese Geschwindigkeitsangabe dahinter nicht sehen kann. Hinter dem Signalschild. Bremsen. So, gelbes Signal vor uns. Können wir hier schon mal. Ich glaube, wir müssen sogar noch langsamer werden. 24, ja, 2,3 Kilometer. Bis machen wir noch sogar. Ich dachte, das kommt jetzt direkt. 2,7, dann stehe ich in Penn Station. Was bedeutet eigentlich Penn? Mein Great English kann mir da gerade nicht weiter. Weißt du, wofür Penn Station steht? Das ist bestimmt eine Abkürzung. Ich weiß es nicht. Mir auch kein Wort, gerade was mir einfällt, was irgendwie im Englischen dann Sinn hat. Weil das muss ja irgendwie sowas wie der Hauptbahnhof, Nebenbahnhof. Ich kenne nur Central Station, aber. Das ist eine gute Frage. Ah, Pennsylvania. 21 dürften gleich kommen. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Pennsylvania heißt es einfach nur. Ach, Richtung Pennsylvania. Oder weswegen heißen die Pennsylvania? Also beispielsweise jetzt, ich habe einfach mal Newark Penn Station eingegeben. In die Suche. Ach, das ist wahrscheinlich wie in Deutschland auch Bahnhöfe manchmal nach ihren. Früher nach. Ist der Hamburger Bahnhof oder so. Also die Pennsylvania Station in New York, auch bekannt als New York Penn, bla bla bla. Ja. Weil es gibt manchmal, ich weiß noch nicht, ob wann wir diese Kilometer, ich glaube, warum das jetzt aber Pennsylvania heißt, weiß ich jetzt nicht, weil das ist ja halt eigentlich im Bundesstaat New Jersey. Nee, ich vermute, es ist wie in Deutschland zum Beispiel, dass die Bahnhöfe immer much früher ihren Namen. Also, dass du Richtung Pennsylvania es liegt an der Historie. Ja, klar. Denn der Bahnhof gehörte. Oder. Ja, gehörte mal der Pennsylvania Railroad. Ah, okay. Ja, gut, das ergibt auch Sinn. Zum Beispiel, wie der eben. Also, früher ist der Bahnhof von Berlin ja.
Anhalter Bahnhof. Nicht weil da Leute gehalten haben, sondern wegen Anhalt. Und dort haben das kam ja auch wegen der Anhalterbahn, also die nach Anhalt vor, die hast du ja auch, glaube ich. Die hieß ja dann, glaube ich, auch sogar, dass die Anhalter Eisen gebaut ist. Gut. Okay. Also kann ich mir das herleiten. So, ich fahre gerade schon ganz schön langsam mit 20 km/h in den Bahnhof ein. Da können wir ja mal gucken, wie viel mph das sind. Nicht viele, 12 ungefähr. Laut der ist ungenauen Tachos hier. Ich habe noch 7,5 Meilen. Echt, dann treffen wir uns wahrscheinlich in New York Penn, ne? Pff, gut möglich. Dann sollte ich echt da sein, 10? Ja, ich bin schon wieder zu spät, das ist unglaublich. Jetzt gleich eine Minute. Aber ich denke mal, dass ich da auch wieder so ein, zwei Minütchen halte, dass das jetzt tragisch ist. Aber hier darfst du halt nur mit 20 reingondeln in den blöden Bahnhof. Dann ist das auch kein Wunder. Ich sollte gleich nicht über das rote Signal fahren. Ist überhaupt ein rotes Signal am Ende das? Ach, da ist aber nur ein Halte. Überhaupt keine Anzeige, wie lang der Zug ist, also dass man das die Zuglänge sieht. Ist nur ein Haltepunkt. So. Okay. Bis bei mir. Okay, ist auch noch. Interessant. Irgendwie erkennt er das aber gerade nicht an, den Halt. Ich bin nur ein bisschen weiter fortzufahren. Wahrscheinlich rüber. Ach, nur 12. Jetzt ist aber schon eine weite Strecke, ne? Also so. Weit? Nee, das ist eine kurze Strecke zum Beispiel. Ich meine, also ja, schon, aber halt bis zum ersten Halt und so weiter. Ja, ich vermute, dass wir Expresszüge fahren. Wir haben auch Zeit in New York Penn. Ich würde hier mal ganz kurz aufsteigen und euch zeigen. Gerade mal zuschauen. Ich bin den, glaube ich, auch schon mal bei mir als so Standard-Szenario gefahren. Stimmt, hier Amtrak. Haben ja nicht den besten Ruf in Amerika, beziehungsweise Amerika ist einfach kein Zugland mehr. Zumindest für Personen. In Amerika gibt es den Kompromiss, die Straße ist für Personen oder die Autos sind für Personen, die Schiene ist für Güter. Deswegen. Es gibt doch schon ordentliche Güterzüge da, ne? Ja, ja, Güterzüge gibt es da genug. Was mich Schienenverkehr, du bist krass, da hätten so in so Großstädten wie Houston oder so ein Tag, ein Zug pro Woche oder so zwei, ein Zug pro Tag oder sowas war das, wirklich. Da fährt halt nix. Auch in so riesen Städten. So. Da gibt es halt diese Coaches noch, also die Busse. Die fahren, glaube ich, noch. Gutisch. Also Reisebusse, aber so Züge echt gar nicht. Also Personenzüge kaum. Der einzige Gebiet, wo wirklich ein paar Personenzüge fahren, wo. Das ist das einzige Gebiet, so im Nordwesten. Quatsch, Nordwesten, Nordosten. Das heißt Northwest, aber es kommt nicht vom. Das kommt nicht von der Region, wo es in liegt, sondern wahrscheinlich wie westlich gesehen im Osten oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall im Nordosten, rund um New York, Washington und alles sowas, das ist so die einzige. Und Personenzüge fahren, zumindest soweit ich informiert bin. Es gibt ja immer so Pläne, das zu verändern. Gehen wir uns mal hin. Merchant Window, kann man das lesen? Okay. Ja, wisst mal, wie ein Name. Das ist auch cool. Ach, du ziehst die so raus. Ich lerne gerade ein bisschen was über die. Nein, ich möchte nicht aufgeben. Ich habe mich nur hier hingesetzt, weil ich Zeit habe. Ich lerne gerade ein bisschen was darüber, weil ich in New York Penn so ewig stehe. Wie man ein Emergency-Fenster in den USA öffnet. Man zieht, man holt so eine Lasche oben raus, fast so wie die Dichtung, und zieht das raus. So würde ich das richtig erkennen. Okay. Das ist interessant. Weil ich kenne das in Deutschland, ist es doch. Ist das im Zug mit Hammer? Also im Bus ist es immer mit Hammer, aber ich sehe es mal, wie oft ich. Beim Zug ist ja auch mit Hammer. Im ICE und so. Da gibt es ja auch diese roten Punkte, die sind vorne im Zug. Oder dann draufschlagen muss, dann zersplittert die Scheibe. Ne?
Ja. Bis du da rauskommst. Bist du im ICE oder eigentlich auch in deinen Nahverkehrszügen? Das sind auch wieder schöne Gegenden, wo man jetzt hier durchfährt. Schöne Stahlkonstrukte. Ja, ich bin gerade im Industriegebiet mit der ganzen, mit der großen Überführung und der großen Brücke. Ach, diese Riesenbrücke, die ist cool. Muss ich aufpassen, jetzt geht es nämlich wieder bergab. Da ist auch eine entgegen, die man nicht sieht. Das ist halt natürlich auch wieder ein bisschen merkwürdig. Also ich steh noch in der Penn Station. Aber ihr könnt auch gerne mit Zug fahren oder wartet ihr auf einen anderen Zug, der davor steht. Wir warten auf der anderen Seite des Bahnsteigs einige Leute. Personengruppe. Springt mir nur nicht vom Zug. Ihr steht aber gefährlich nah, ne, Leute? Vor allen Dingen Sie, junge Dame. Springen Sie mir nicht vom Zug. Dankeschön. So. Wollte ich euch nochmal die Lok ein bisschen zeigen? Könnte ich machen. Könnte ich durch die Lok gehen? Das finde ich auch mal gut, dass bei vielen Loks, nicht bei allen, bei einigen auch nicht, das war schade, dass man hier auch die Innenbereiche Lok zeigen kann. Schon muss man ja auch so was einstellen, wenn man so durch die Lok durchgehen kann, zumindest. Dass man nicht außenrum durch die Lok gehen muss, was eigentlich sehr unrealistisch ist. Halt durch die Lok durchgeht. Kann mal gucken, ob ich diese Fälle jetzt irgendwie nochmal. Wir müssen mal gucken, ob wir die Ami-Strecke mit den. Wollten wir eigentlich erst fahren? Die Ami-Strecke mit den. Die allererste Strecke, die für TC rauskam, mit den langen, schweren Ami-Güterzügen. Aber da haben wir mal geguckt, da haben wir halt eine halbe Stunde Abstand von den Zügen, die fahren. Und wir wollen das ja mal so zur gleichen Uhrzeit fahren, dass wir uns begegnen. Es wäre doof, wenn der eine eine halbe Stunde wartet und wie der andere eine halbe Stunde wartet. Da könnte man höchstens das irgendwie. Dann könnte man höchstens das so als eine Art. Ja, es ist halt die Frage, ob es halt möglich ist, als Duell zu machen. Ansonsten ist es halt einfach nur, man fährt halt gemeinsam. Oder man fährt halt denselben Zug. Wäre halt so ja. Die Alternative. Ich hab das Gefühl, ich muss hier langsamer werden. So, ich hab gleich Abfahrt. Bist du in New York schon? Nee, ich bin nicht in New York Penn. Okay, das ist natürlich auch eine interessante Kameraperspektive. So, hat was, man sieht zwar nicht viel, aber es hat was. Zu. Dann können wir los. Oh, wir fahren. Ich bin tatsächlich ein Sprinter. Ich nächste Halt ist New Rochelle. Oh. Na dann. Mein Zug fällt schon wieder in den Loch. Oh Gott. Ach ja, ich bin doof. Ich mache immer die Züge kaputt, indem ich hier mit Bremsung losfahre. Das ist. Sehr kann. Bremse angelegt und gib ihm. So. So, vorwärts, ja. Bremse ist gelöst, doch die ist gelöst. Gucken wir mal, ob die Bremse sich. Hier ist keine Anzeige, ob die Bremse sich lösen. Hier zumindest keine. Jetzt aber bitte. Gib ihm. Ja, gib ihm. Jetzt geht's voran. 8.39 Uhr. Nächster Halt. New Rochelle. Ich habe mir das schon gedacht, dass wir hier einen Sprinter fahren. Boah, ist aber auch schön hier durchzufahren. Ich liebe. Bist du schon über die große Brücke rüber? Über die bin ich schon rüber, ja. Ich bin jetzt gerade quasi so, ich weiß gar nicht. Also ich fahre jetzt gerade wirklich aus der New York Penn raus. Ich habe jetzt noch 4 Meilen bis New York. Bis New York. Bist du schon im Tunnel? Ne, noch nicht. Wenn wir Pech haben, begegnen wir uns im Tunnel und sehen uns gar nicht. Das wäre schade. Aber kann passieren. Ich kann mir so gut vorstellen, weil du nicht mehr so viel Meilen hast. Und ich hier jetzt erstmal raus. Schleichen muss aus dem Bahnhof. 20 km/h schon. Oder 22 oder so. Schon wenig. Für eine Ausfahrt. Stimmt, das war ja hier mit dem. Okay, jetzt habe ich ein grünes und ein rotes Signal. Das ist natürlich die Frage, was das zu bedeuten. Ja, Signalbilder sollte man halt schon irgendwie in gewisser Weise kennen. Ich mache ja immer in TSW sogar die Signale, weil ich Adleraugen habe und weil man dann einfach sieht, rot, gelb, grün kann man relativ wissen, was das ist. Okay, das nächste Signal ist gelb. Da waren 2 rot-grüne Signale hintereinander. Jetzt kommt im Tunnel sind die Signale gelb, weil du langsam fahren. Habe ich ein grünes und ein gelbes. Ich glaube, das obere zählt immer irgendwie. Kannst du mir jetzt endlich mal, da wollte ich ja gerade die 97 oder 94. Okay. Würde ich nicht okay, bei mir geht es jetzt in den Tunnel rein, glaube ich. Oh, wir werden uns genau im Tunnel begegnen. Ich gebe jetzt voll gut Stoff aus dem Tunnel raus.
Mir geht's gerade mit 1,5% ja. Gefällt eine negative Steigung, wie auch immer, falls rein. Falls du Zug irgendwo neben dir hörst, das bin ich. Auch ich beim Tunnel. Ist der Tunnel schon so einspurig bei dir? Ja. Okay, dann werden wir uns nicht sehen. Schade eigentlich. Jetzt muss ich das Licht anmachen, ich sehe nämlich nichts. Ich habe die ganze Zeit voll Beleuchtung an. Ach, im Bahnhof ist auch wieder toll. Ich bin der Profi-Lokführer, habe ich ja schon mal gesagt. Blendet. Ist mir auch noch nie mit dem Auto passiert. Bin wieder viel zu schnell, merke ich. Das ist mir nie passiert, dass ich mal durch einen ganzen Ort gefahren bin mit Fernlicht. Als ich den Führerschein gerade gemacht habe. Noch nie passiert sowas. Puh, erstmal wieder das ganze Fahrerpult beleuchten. Hast du mich schon gehört? Sehen. Was? Versuche die ganze Zeit zu lauschen, ob ich dich höre. Ach so. Nee, ich habe nichts gehört. Ich glaube, wir werden uns auch nicht wirklich sehen. Nee. Also ich ziehe jetzt immer noch aus dem Tunnel raus. 3,1 Kilometer sind wir wieder bei 48 mph. Ich bin immer noch im Tunnel aus New York Penn Station. Ich muss in 4 Minuten da sein, ich habe 1,5 Meilen, das sollte eigentlich passen. Vergiss nicht, dass du gleich 20, also km/h, was, 14 mph fahren ja. Darfst. Ich fahre die ganze Zeit mit, ja, so gesehen nennen wir es mal, mit dem Bremsregler, beziehungsweise eigentlich mit dem Leistungsregler ins Negative rein. Mit dem Bremsregler, sag ich mal einfach. Auf 6. 1,9 Kilometer und dann haben wir 48. Gut, wir sollten schon mal bremsen. Vorteil mache ich noch nicht. Ich bremse wieder zu früh. Ich habe da die Zugbremse, aber dann schmeiße ich wieder die Omas. Habe ich übrigens letztes Mal eine Folge benannt. Habt ihr gesehen, warum erzähle ich euch das? Jetzt bin ich aus dem Tunnel raus. Okay. Schön. Ja, das war dann ein bisschen ungünstig, aber ist halt so. Ja, haben wir uns im Tunnel gesehen. Also nicht gesehen, also. Ja, das können wir aber sagen, ja, das dann sind wir wirklich gefahren beide, ne? Ja. kann er nachweisen, dass wir nicht glücklich waren. Also schon auch wieder. Wir haben uns nicht gesehen, also muss das schon passen. So ist es. Haben wir da gleich. Ich glaube, ich muss mir tatsächlich mit der Zugbremse ein bisschen nachhelfen. Also ich werde überpünktlich da sein. Ich fahre jetzt sogar noch extra langsam. Ich fahre eine halbe Meile vorher, fahre ich schon wieder nur mit 18 Miles per Hour rum. Also so überpünktlich. Dass ich mich quasi ausrollen konnte, das habe ich auch noch nicht gehabt. Nehmen wir die 48. 22 Kilometer, dann sind. Dann tockern wir mal im Leerlauf da rein, okay, nicht ganz. Vielleicht mit Leistungsregler auf 8%. Immer noch 48, was fahre ich denn? Über Weichen oder? Ja. Über die Weiche. Wirst du wohl nicht schnell fahren. Weil sonst der Zug rausspringt. Da hinten aber wenigstens wieder 80. Weißt du, was ein bisschen doof ist? Man hört ja bei mir gerne mal so einen Martinshorn im Hintergrund. Mhm. Passt natürlich zu einer amerikanischen Kulisse eher wenig. Wir müssten ja dann dieses. Was soll das? Die Schnelle. Was ist die Sirene gleich nochmal? Ich kann die amerikanische Sirene gerade nicht formen.
Haben die ja in Deutschland ab und zu jetzt auch die Wagen, also dass sie so ein Spezialgeräusch haben. Ja. Also dieses du, irgendwie so ein schnelles normales. Ja, ich ab und zu auch. Der große Vorteil, wenn man direkt an der Straße wohnt, man kennt mittlerweile die Martinshörner und Warngeräusche der Rettungswagen und Polizei, Feuerwehr auswendig. Da wohne ich auch noch in der Nähe einer Feuerwache, das ist halt ein bisschen viel hier. Okay, jetzt bin ich doch zu spät, weil ich mir noch ein bisschen zu viel Zeit gelassen habe. Aber gut, es sind nur ein paar Sekunden. Ich war glaube ich eine Minute zu spät, weil ich am Anfang erstmal verpennt habe, dass ich ja den Fahrtrichtungswender nicht richtig eingestellt habe. So. Bin ich auch noch zu weit gefahren, toll. Zack. Kann ich mal aufhören, gleich hier zu gondeln, wo 80 geht, aber trotzdem, ich will jetzt mal wieder 150 fahren, was der hier macht. Kann man ja mal kurz aussteigen, gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Aber 150 ist auch nicht besonders schnell. Employees. Employee use only, okay. Ja, ich in New York Penn bin ich vorhin auch ausgestiegen. Mich doch mal. Wahrscheinlich nicht allzu viel Zeit, aber. Ich habe mega Zeit gehabt. So, vom Platz her kommt es einem echt vor, als ob du richtig viel Platz zum Laufen da drin hast, ne? Also, der Gang ist echt weit. Mhm. Der Gang sind so ungefähr anderthalb Sitze. Kannst du wenigstens noch stehen. Obwohl, das ist hier mehr, ist das hier ein richtiger Fernverkehr? Ja, wenn der wirklich, wie angegeben, von Boston bis Washington fährt, dann... Ist doch schon Fernverkehr. Schon eine ganz schöne Strecke. Ja, wir stehen hier doch schon ziemlich lange. Da kann man einmal. Gott, ich habe das Gefühl, während man geradeaus durch die ganzen Kram durchläuft, fängt der Zug an zu verkehren, habe ich das Gefühl. Nee, Scheiße. Oder ist der einfach nur betrunken hier? Ich weiß. Ah, sieh mal eine an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier haben wir den Restaurantzug, okay. Oder Restaurantabteil. Ach, in der Bar bist du auch schon gewesen. Ich finde aber, der Zug ist 150, schafft der ÖPV Max hier, ne? Ich habe ja Kameraanzeige. Ist gar nicht mal so schnell für den Fernverkehr. Ich dachte sogar, dass sie schneller sind auf der Strecke. Gut. Schafft ja jedes Auto heutzutage. Ich meine, die Amerikaner, die sind ja auch jetzt gerade erst wirklich dabei, so ihr... Nein! Ich möchte es nicht aufgeben. Ja, ihr Fernverkehrsnetz auszubauen. Und ja, nicht Fernverkehrsnetz. Die sind ja gerade erstmal dabei, ihr Highspeed-Netzwerk aufzubauen. Überhaupt mal wieder überhaupt, Schienen für... Also überhaupt für das überhaupt zu integrieren. Also die wollen ja... ich weiß gar nicht, wie war das? Ich glaube, bis... Oh, lass mich lügen. Irgendwas mit den 20ern. Entweder war das 2022 oder 24 oder so. Also auf alle Fälle wollen die in der nächsten Zeit so eine bestimmte Strecke, ich weiß schon gar nicht mehr, welche das war, wollen die da so ein Highspeed-Netz aufbauen und wollen dann, ich bin mir jetzt gerade unsicher, ich glaube, das war von den Japanern, wollen sie mehrere Züge so beordern, sodass im Endeffekt sie dann viele waren das jetzt noch? Oh. Ja, wollen halt so eine Flotte aufbauen mit den Highspeed, dass sie halt auch damit 300 rüberbrettern können. Also wollen halt Bullet Trains kaufen. Ja. Um das nochmal zu spezifizieren. Ja, ich vor allen Dingen, was ich gerade meinte, so mit ich habe gerade, war mir gerade so beschwert, so von wegen, 150 ist gar nicht so viel. Aber den Intercity, den ich immer nehme, wenn ich nach. Wenn auch nur 160. So viel langsamer ist es jetzt auch nicht. Der jetzt auch nicht so viele super High-Speed-Strecken in Deutschland, obwohl schon einige Strecken auf 200 freigegeben. So. Meistens ist es schon noch 160. Nee, wie gesagt, die Amis müssten ja auch erstmal. Bahnhof so. Ihr habt ja überhaupt kein Nahverkehrsnetz manchmal in Städten, ne? Du kommst einfach nicht weg in der Stadt. Wenn du kein Auto hast. Okay, höchstens ein Zug, also wenn man gerade einen Zug es gibt, an einem es gibt Tag führt zu dir hin und einen
einer zurück. Ich will nicht aufgeben, geh mir nicht auf den Keks. Ja. Und vor allen Dingen, es gibt Städte, die so groß wie Halle, glaube ich. Vielleicht tue ich den Amis jetzt Unrecht, aber ich glaube, da gibt es genug Städte, die dann einfach auch kein Busnetz haben. Ne? Überhaupt kein Nahverkehr. Und dann denkst du dir schon, ja, toll. Wie sollen denn jetzt Leute, die vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht auch beeinträchtigt sind, dann mal und durch die Gegend kommen? Gibt es da einen Fahrservice? Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, das ist dann einfach, ja, wir haben halt freie Marktwirtschaft. Wir fahren die Leute halt hinten runter. Das ist halt das Problem. Also haben sie ja auch nicht wirklich. Also es gibt ja keine volle freie Marktwirtschaft. Aber das sollte klar sein, würde ich mich die freiste der USA. Und halt alle Leute, die sind halt Probleme, die Probleme haben. Boah, hat das gedauert. Das war jetzt ein Halt von 5,5 Minuten, holy. So. Puh, wir fahren schon wieder eine Dreiviertelstunde. Ich hab jetzt gedacht, das wäre sogar kürzer, das Szenario. 50 Kilometer noch. So, nächster Halt. Nur Pen in 13 Minuten. Da bin ich gestartet in New York Penn. Du fährst ja da noch einen kleinen paar Meter bis zum Flughafen. Ja, ich fahr noch ein paar bis zum Flughafen, genau. Ja, ich bin da nicht ganz, ich bin da nicht vom Flughafen gekommen. Das heißt, könnte sein, dass wir wieder die Folgen so ein paar Minuten. Ja. Aber ich glaube, wir teilen das jetzt nicht nochmal auf, oder? Jetzt haben wir, jetzt machen wir wieder so. Dafür ist das Ganze zu kurz. Also. Ja, letztes Mal haben wir es auch aufgeteilt, das waren auch noch andere. Ja, aber das waren im letzten Mal auch anderthalb Stunden. Jetzt kommen wir auf vielleicht, keine Ahnung, 50 Minuten höchstens. So, war noch 14 Kilometer. Also du kommst wahrscheinlich so auf, sagen wir mal, 40 und ich vielleicht 10 Minuten mehr oder so. Ich bin schon bei 40. 44. Also ich bin jetzt bei 37. Ja gut, ich meine, du wirst halt wahrscheinlich 10 Minuten weniger haben als ich oder so. Ja. Es sei denn, du bleibst gleich nochmal ein bisschen stehen. Gibt ja keine Zwangs. Haha. Ja. Aber das können wir auch gerne nächstes Mal irgendwie machen, wenn wir hier in Trains im World nochmal unterwegs sind für Sonntagsfahrer, dass wir dann CSX Heavy Hole nehmen oder so. Das wäre eine Idee. Und dann halt quasi gemeinsam fahren. Da setzt sich einer auf den Fahrersitz und der andere auf den Kollegen sitzt da. Da sitzt er jetzt nur rum. Da müsste man nur Fahrerwechsel machen. War auch eine Idee. Oh Gott, so krass, wollte ich nicht in die Bremsen gehen. Obwohl, wollte ich schon. Aber nee, das passt dann auch nicht, weil der eine dann aus Versehen stehen bleibt und so. Das ist. Ich denke, bei der Fahrer war einfach dieselbe Lok. Probieren mal, wer pünktlicher ist. Stimmt, so können wir es natürlich auch machen. Okay, ich bin heute aber auch wieder am Rowdy fahren. Entweder ich bin einfach nur entblind oder ich sehe einfach nirgendwo irgendwelche Geschwindigkeitsveränderungen auf den Schienenabschnitt. Ja, bei mir werden die teilweise auch ganz komisch angezeigt hier. Obwohl ich die Anzeigen habe, die großen Runden für Totalblinde. Ein bisschen von außen drauf gucken. Aber ich sag mal so, das war natürlich so einer der Vorteile von jetzt Train Simulator, dass man halt unten so quasi die Karte hatte, wo man das halt sehen konnte, aber so ist halt auf der anderen Seite halt wiederum auch realistischer, ne? Naja, wenn du das einschaltest, die Dinger, dann ist es ja wieder. Weißt du auch, dass du 11 Kilometer anhalten musst. Ja. Das ist sogar noch einfacher, als wenn du jetzt unten. Heißt du hast. So, 10 Kilometer noch. Dann sind wir in New Rochelle. Vor einem Jahr oder so habe ich den
mit Liam Neeson, der hat ja auch gespielt in New York, diesen Passenger-Film. Dieser Action-Film, wo dieser Zug entführt wird. Ja. Hast du davon mal gehört? Der war auch ganz cool. Ich glaube schon. Aber vom Jahr oder so kann er jetzt gehen, aber halt auch. Liam Neeson halt, ne? Völlig übertrieben. Action war sehr cool. Ich wollte ja irgendwann mal so die fünf besten Filme mit Zügen machen. Hätte man den Non-Stop fand ich damals, oder Unstoppable hieß der. Den fand ich auch ganz cool mit Denzel Washington war das, glaube ich. Also über diesen Güterzug, der nicht mehr zu bremsen war. Ja. Hast du vielleicht auch mal von schon gehört? Ja. So ein paar. Der war auch ganz gut eigentlich von ein paar Jahre alt. Ein paar hat man noch einen deutschen Film über. Ach Gott, jetzt muss ich wieder das Dings anmachen. Viper auf, oh Gott. Was ich ganz witzig fand, war auch ein nächsten Film, wo hat man ein bisschen Straßenbahn-Action gehabt mit in einer Verfolgungsjagd bei ach, wie hieß denn der Film, wo sie in Berlin sind? Der Film, wo er in Berlin ist und irgendwie wurde nicht seine Identität geklaut oder so. Gibt doch auf Netflix. Sucht mal Liam Neeson Berlin. Kann man das bei Netflix da finden? Auf jeden Fall, da gibt es auch schöne Tatra-Action, also mit der Tatra-Bahn, die dann da nicht mehr bremsen kann und irgendwo reinfährt und oder so. War ganz witzig. Gibt halt nicht so viele, wo da mal sowas in Deutschland auch stattfindet, so gute Action, gute Hollywood-Action. Ja, man kennt's, ne? Meistens ist es ja dann in Hollywood, wenn es nach Europa geht, eher Frankreich. Okay, grünes Licht blinkend. Ich hatte eine 60. Ich habe die 6 gesehen. Geil. Ja, es ist halt schwer zu sehen im Regen, finde ich. Was hast du gesehen? Ich habe die Geschwindigkeitsveränderung, die Warnung gesehen. Also das Wechselblinken, das grüne Wechselblinken war wahrscheinlich, das grüne Blinken war wahrscheinlich drauf. Signalisiert, dass man halt darauf achten soll, dass es halt bald eine Geschwindigkeitsbeschränkung kommt oder Reduzierung kommt. Ich fahre durch den Bahnhof durch. Ja. Mal 36 gesehen. Hätte ich vielleicht gucken sollen, fällt mir gerade auf. Schön durchgerauscht. Ich sollte mal 0,7 Miles per Hour. Ich gehe mal wieder runter vom Gas. 30 Miles per Hour runter, das habe ich auch wieder. Für die restlichen 5 Kilometer hat es sich ja gelohnt. Kann ich schon mal früher bremsen sollen? Ich bremse jetzt aber mit der Bremse, die ich vorher genommen habe, weiter runter. Da vorne sind wir in der 129. Mann, hat sich ja gelohnt, die Strecke 160 freizugeben. Wie weit bist du noch bis New York? Meilen. Ob ich das richtig schaffe, ist halt die andere Frage. Okay, jetzt habe ich für 0,6 Meilen darf ich 90 fahren und dann wieder runter zu bremsen. Heißt, wir geben jetzt mal Gas auf Max und bei 500 Yards gehen wir wieder runter. Das lohnt sich nicht, weil ich nicht mal auf. Ich komme nicht mal auf wirklich mehr als die paar Yards. Na gut. 35 Miles per Hour ist halt natürlich nichts. 72 sind da hinten wieder. Ja, da muss ich mit der Zugbremse nachhelfen. Das werde ich so nicht schaffen. Ja, die 161 sind jetzt sehr verlockend für die paar Meter, aber ich habe die andere schon dahinter gesehen. 1,2 Kilometer. Dieses
Dieses ganze Hin und Her zwischen 60, 90, 60, 90, 60, 90, 60, 90. Das ist unnötig. Echt auf der Strecke ein bisschen nervig manchmal. Ich bleib erst bei 60 Scheiß drauf. Und ich lass mich zumindest ausrollen. Nimm dann ein bisschen das Speed mit und geh dann wieder runter mit der Bremse. 39, ich bin schon wieder eine Minute zu spät, jetzt schon 1,3 Kilometer. Ich dachte, in New York Penn habe ich die rausgefahren. Vielleicht bin ich auch einfach gerade viel zu langsam unterwegs, aber eigentlich habe ich eher Geschwindigkeitsüberschreitung gehabt. Ups. In New York Penn war ich 20 Sekunden zu spät. Ich finde auch interessant, wie das halt bei diesem Streckenszenario halt so ist. Du merkst halt wirklich, wann du zu einem Bahnhof kommst, weil je näher du an einem Bahnhof kommst, desto langsamer wirst du. Was ich eigentlich ziemlich gut finde, dass es halt vorher schon eine starke Geschwindigkeitsbeschränkung dann gibt. Also stark halt. Kommt halt darauf an, wenn du jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung nicht brauchst, weil du da Züge durchfahren lässt, auf dem Durchgang. Ja, schon auch wieder. Also ja, klar, hatte ich natürlich auch gehabt, aber. Züge da runter zu bremsen. Aber hier hast du ja meistens so Durchgangsgleise, ne? 39. So, da vorne halten. Sehr gut. Da stehen wir, links in Regeln. Oder stehen wir nicht? Ich hasse es, dass der das immer nicht erkennt hier in diesem Szenario. Also, ich habe das zweite Mal gehabt, dass er nicht erkennt, dass ich hier halte. Alles komisch. Hatte ich nicht gehabt bisher. Ja, weil ich einen Meter davor stehe. Ich muss einen Meter noch vorfahren. Echt jetzt Spiel? Jetzt gibt's das. Ach ja, ich bin. Hä? Jetzt beschleunigt er nicht. Er beschleunigt für einen Meter nicht. Ich stehe einen Meter vom Ziel und komme nicht an, weil der nicht beschleunigt jetzt. Spiel. Will ja nichts sagen. Muss ich nicht verstehen, oder? Gibt gerade keine Leistung. Bei mir gibt er keine Leistung gerade. Meter vom Ziel. Ein Meter verfickt. Beep. Beep. Probier nochmal Leistung. Ach, ja. Okay, gut. Ich weiß, warum ich nicht loskomme. Weil ich die Tür offen hatte. Und Züge lassen sich meistens nicht losfahren, wenn man die Tür noch offen hat. Ja, gut. Ich habe die gerade schon aufgemacht. So, jetzt aber bitte. So, oh, Türen in Riegeln, diesmal rechts. Ich bin viel zu spät, auch wegen der Aktion. Vier Minuten zu spät bin, oder so. Oh, Punktlandung. Ich musste um 44 da sein. Ich war um 44 da. Also laut Dings, auch wenn ich nicht wirklich da war, aber. Ich glaube, der endet in New Rochelle. Oder fährt er noch weiter? Deiner endet in New Rochelle. Meiner fährt er gleich noch weiter. Das sind aber auch nur 5 Minuten diesmal. Kann ich ja. Vielleicht können wir dann bei dir noch ein bisschen dranbleiben. Dann zeige ich nochmal. Obwohl, ich war ja gerade schon im Zug. Aber vielleicht kann ich noch was zeigen. Die 5 Minuten, dass wir uns gleichzeitig verabschieden. Wir schauen uns hier um. Wo New Rochelle jetzt auch nicht so spektakulär aussieht. Ticketautomat. Ist halt nur wieder so ein typischer TSW-Bahnhof, wo sie gesagt haben, wir lassen die Strecke jetzt hier enden, weil wir sie nicht so lang bauen wollen. Oh, ich muss wieder einsteigen. Das ist ein kurzer Halt hier. Oh. Aber passt schon. So, ne? So, Zielvorgabe erfüllt. Da ist meine Anzeige für das Ende der Folge. Schauen wir mal, was ich so erreicht habe. Level 4 mit dem Zug. Level 23 insgesamt. Ich habe ja, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, dass ich hier auch auf dem Lavender-Konto
Das heißt, es ist nicht mehr nur mein Let's Play von dem TSW, wo das in den Lavan-Account reinkommt, sondern eigentlich alles, was ich so auf dem Kanal mache, soll in den Lavan-Account reinkommen. Das heißt auch diese Sachen. So, jetzt habe ich vergessen zu gucken, wie zu spät ich war. Aber das habt ihr ja sicherlich gesehen, weil ihr auch diese tolle Funktion habt, das Video einfach anzuhalten, wenn ihr das nachgucken wollt. Das geht bei mir damit nicht, wenn man es schon weggedrückt hat. Ja, wir schauen uns nochmal um. Die Sicherheitsbeschränkung. Hier die zweite Klasse? Business Class, ja. Business Class ist doch die höhere Klasse. Economy ist doch die niedrige, oder? Economy, ja. Ja, genau. Ist halt echt schon schick, ne? Business waren wir schon ein bisschen sesselhaftiger. Jetzt sind wir im billigen Bereich, auf den billigen Plätzen hier. Obwohl ich jetzt keinen großen Unterschied gesehen habe. Wir sind ein bisschen bequemer. Wir gucken, ob man hier fahren kann. Handbremse. Ne, man kann tatsächlich aus dem Waggon nicht ausfahren. Auf der anderen Strecke war das. Man kann nämlich bei den... Ach, hier ist so eine Schranke hinten am Zug. Ich glaube, der Zug fährt auch gleich ab. Wir sollten mal vielleicht wieder aussteigen. Weil der müsste ja noch weiterfahren, ne? Die KI müsste den ja aber gleich... Wir stehen aber auch mit dem halben Zug vorm Bahnhof. Warum stehe ich denn mit dem halben Zug vorm Bahnhof? Was ist das denn für eine blöde Angabe von Haltpunkt? Haltepunkt. Ja, gut. Ich stehe mit dem halben Zug vorm Bahnhof. Der hat mir gesagt, dieser Punkt, wo die Dings ist, für mich, da musst du halten. Jetzt fährt er ab. Jetzt stehe ich hier auf dem Gleis, laufe hier auf den gefährlichen Gleisen rum. Kann ich mir auch nichts für, wenn das Spiel mir das so anzeigt. So, wir laufen mal oben ein bisschen rum. Können wir vielleicht nochmal irgendwie sowas sammeln? Es gibt ja immer diese Sammelobjekte. Habe ich mal Zeit, das hier zu machen. Ich wollte ich hatte mir mal überlegt, vielleicht könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, was ihr davon haltet. Im TSW mal was anderes machen. Und zwar so einen Streckentypen spielen. Also zum Beispiel bei der Wuppertal-Strecke, bei der S-Bahn-Strecke. Beziehungsweise auch bei der gesamten Strecke Hagen-Wuppertal, kannst du ja so kaputte Sicherungskästen austauschen, ne? Und ich hatte die Idee, einfach mal als Sicherungsmechaniker, Elektriker der Deutschen Bahn zu spielen und dann immer die Sicherungskästen alle auszutauschen in zwei Folgen oder so. Und dann immer zwischen Station und Station zu fahren. Das wäre halt die Frage, ob das interessant wäre. Ich fände es cool. Ja, zeitaufwendig, ne? Weil du ja dann auch viel schneiden musst, weil du wieder Ewigkeiten auf einen neuen Zug warten musst und so. Ja, ich glaube, das wäre was für ein Livestream. Weil ich nicht Livestream kann. Also, ich bin körperlich dazu in der Lage. Ja, ich habe mal Versuche gehabt und ich lebe immer noch in derselben Wohnung, wie ich damals den Versuche hatte. Das heißt, ich habe immer noch kein Upload. Ich habe noch eine Streckenkarte hinzugefügt, sehr gut. Hier habe ich aber noch gar nichts an Sachen gemacht auf der Strecke. Du hast doch schon mal bestimmt irgendwo alle diese Dinger gesammelt. Nee. Ach so, schade. Ich habe bis heute nicht rausgekriegt, ob man da irgendwas kriegt, aber ich glaube nicht, dass du da einen Bonuszug freischaltest oder so. Höchstens Steam Achievement, cool. Schätze ich mal. Ah, langweilig. Das wäre doch mal cool. Früher konnte man da wirklich was freischalten, so. Irgendwie so einen Bonuszug kriegt oder so. Ah, okay. Wäre vielleicht ein bisschen doof, das zu verstecken. Hinter so einer Dings. Aber sonst. So, jetzt sind wir genug sinnlos durch die Gegend gelaufen. Wie lange brauchst du noch? Ich bin jetzt am Anhalten. Gut, dann können wir ja gleich uns pünktlich verabschieden. Ich stehe jetzt nämlich hier immer noch an der Station. In New Rochelle. Hast du mal schon mit voller Leistung gebremst? Och, und irgendwie ernsthaft? Zieht sich das so durch die Folgen. Ich bin zu spät und das ist. Wer ist der bessere Lokführer? Möchte ich jetzt mal nichts zu sagen. So, ich mache jetzt. Ich sehe diesen Gang. Schau mal, hier regt es. Das ist ja auch scheiße. Das finde ich mal. Ist es so schwer zu programmieren, zu sagen, ein Dach soll den Regen nicht durchlassen? Ich bin gerade in dieser Überführung in New Rochelle und hier regnet es durch. Das finde ich sehr, sehr schade. Sowas stört mich auch immer, wenn es so kleines. Ich bin kein Programmierer, ich weiß nicht, wie auf. Geht doch. Aber ich glaube, das ist einfach mal das Element andrücken und zu sagen, da ist Regen, nicht durchkommen oder so. So stelle ich mir das vor. Oder du drückst das Dach oder so als Element wie an,
kannst du das irgendwie einstellen. Guck, guck mal, natürlich halt auf. Das irgendwo eingeben im Code, dass da kein Regen durchkommt, aber das ist doch keine schwere. Weiß nicht. Komm halt auf die Engine und so weiter drauf an, und auf den Code. Und das ist doch hier, was ist denn das für eine Engine? Das ist doch hier eine. Weißt du das? Unreal Engine 4 müsste das sein, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Ich meine, das war damals ja so, deswegen auch so. Gehypt, mehr oder weniger, weil es halt mit der Unreal Engine 4 läuft. Ja, oder war, aber diese Unreal Engine 4 müsste doch, die oder, ist doch sehr, sehr benutzerfreundlich. Oder war das nicht, oder war das hier die Cry Engine? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, es war aber die Unreal. Meine ich auch. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich wollte hier haten, weil das stand. TSW hatte jetzt auch dann schlecht. Die Strecke ist auch einer der, wenn man im Steam-Forum guckt und auch die abgeschlossen. Reviews dann. Eine der schlechtest bewertesten. So! Haltegenauigkeit nicht vorhanden. Ja, gibt's auf der Strecke irgendwie nicht. Ja, der einzige Ort, wo ich zu spät war, weil ich halt auch diesen Ein-Yard-Fehler hatte, sag ich jetzt mal, war Newark International Airport Track 4, da war ich eine Minute zu spät, deswegen. Insgesamt 6670 Punkte. Okay. Ich weiß, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Punkte ich kriege. Könnt ihr ja nachgucken. So, es werden wahrscheinlich weniger sein, da ich deutlich verspätet. Also 3 Minuten oder 4 am Endbahnhof. Gut, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von den nächsten Folge von den Sonntags. Über eine Stunde ist das Video lang bei mir. Also mit Schnitt wahrscheinlich so eine knappe Stunde. Ja, bei mir knapp 56. Das ist doch eine sehr angenehme Fahrt. Kann ich mir vorstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn alles gut geht. Und ja, macht's gut. Jo, dann bis zum nächsten Mal.